Ist das nicht wunderbar? Der Herr bewegt sich, verschiedene Generationen, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Begabungen, aber es ist eine Bewegung. Ich danke euch sehr und ich danke Jesus sehr. Amen. Und jetzt kommt der Abend nochmal in die finale Zielgerade. Wir haben vom Tobias mitbekommen, was ihn theologisch-biblisch bewegt. Wir haben von den jungen Leuten mitbekommen, in aller Vielfalt und Kreativität und Dynamik, was sie bewegt. Und jetzt kommen die beiden Komponenten nochmal auf eine ganz besondere Weise zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich an den Tobias oder an den Luca übergeben soll, aber die beiden haben was damit zu tun. Genau, zum Schluss des Abends würden wir euch gerne noch was zeigen, was wir entwickelt haben und produziert haben, vor allem wir beide miteinander, Luca und ich, der Dritte im Bunde, der fehlt, den werden wir euch aber vorstellen. Dann ganz viel war im Gespräch mit Harald und mit Markus, also es hat auch Kreise gezogen und so ist jetzt was Schönes dabei rausgekommen. Und wir haben das jetzt gar nicht geübt, wie wir das vorstellen. Ich habe gesagt, ich fange mal an und dann machst du mal weiter und irgendwie, das sehen wir dann schon. Also machen wir mal den Anfang. Eines Tages war ich mit Luca frühstücken. Letztes Jahr im März in Berlin. Wir waren in Berlin im Rahmen der Regionalkonferenz und haben, wie gesagt, zusammen gefrühstückt. Und das Frühstück hat sich mächtig in die Länge gezogen, weil der Luca mir von einer Idee berichtet hat. Und diese Idee, die hat bei uns so eingeschlagen, dass man nämlich diese Geschichte eingepfropft in den edlen Ölbaum, dass man das heute mit anderen Bildern und auf andere Weise darstellerisch umsetzen könnte. Und diese Idee, die hat uns kurz so ergriffen und bewegt, dass wir da saßen und gar nicht mehr weg sind. Und irgendwann kam da diese Bedienung und hat uns rausgeschmissen aus dem Frühstücksraum. Und wir sind dann widerwillig getrabt. Aber das hat uns seither nicht mehr losgelassen. Und wie es zu der Idee kam, das muss eigentlich der Luca erzählen, das hat er erlebt. Und wir sind am nächsten Tag wieder beim Frühstück zusammengesessen. Und es ist kein Witz, wir sind wieder rausgeflogen, weil wir so lange da saßen. Und es kam daher, ich wurde in Altensteig, wo ich wohne, wurde ich eingeladen in einem Jugendkreis zu Israel. Erzähl mal was zu Israel. Na, ich was von Israel erzählt, Römer 11 war auch so das Thema. Und es ging um dieses Eingepfropftsein in den Ölbaum. Und kurz vorher kam der Jugendpastor auf mich zu, der Jakob, und hat zu mir gesagt: Mensch, die Sache mit Israel, das mit dem Ölbaum und so weiter. Also letztlich kann man es ja so sagen, wir sind auf diesen Zug Israel aufgesprungen. Und dieses Bild, wir sind auf den Zug Israel aufgesprungen, das hat irgendwie in mir gearbeitet. Ich habe gedacht, wow, das versteht man ja sogar. Zug kennt man von heute, Ölbaum kennt man jetzt nicht so sehr, vor allem hier in unserem Land. Und ich habe das dem Tobi erzählt und dann hat Tobi gesagt, hey Luca, da müssen wir was draus machen. Wir sind auf diesen Zug Israel aufgesprungen. Es ging auch nicht mit uns los. Es ging auch nicht mit Jesus los. Es geht ganz am Anfang los, bei 1. Mose. Und wir sind angehängt an diesen Zug Israel. Und dieser Zug hat aber auch schon eine Geschichte hinter sich. Und dann hat der Tobi, ich glaube, du hast die Idee gehabt, dann haben wir gesagt, hey, lass uns da ein kleines Comic draus machen, ein Bilderbuch, wo wir mal so die ganze Geschichte, Gottes Heilsgeschichte, Gottes Weg mit der Gemeinde und mit Israel aufmalen, in einem Text mit reinnehmen. Die Bibelstellen, die Zentralen da rein verarbeiten in diese Geschichte. Und jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das von den Bildern her gut umsetzen kann. Seid ihr alle wieder bei mir? Und einige von euch kennen vielleicht den Werner Steinmetz. Werner Steinmetz, ganz begnadeter Künstler auch. Und den haben wir gefragt, ob er uns Bilder malen kann, haben ihm von dem Anliegen erzählt, haben ihn besucht im Krankenhaus. Er hat eine Hüft-OP gehabt, hing da so im Bett, aber er hat gesagt, ich bin dabei. Und wir haben, wie gesagt, im März letztes Jahr haben wir angefangen. Es hat sich jetzt über ein Jahr hingezogen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir auch, und das muss man noch mal ganz kurz auch ehren, Ewald, deinen Einsatz gestern und vorgestern.
Ja, ihr klatscht jetzt schon, obwohl ihr gar nicht wisst, warum oder was er gemacht hat. Ich sag's euch ganz kurz. Wir haben das Buch so bestellt, dass wir hier die Release-Party von diesem Buch feiern können. Ja, das hat noch nie jemand gelesen, noch nie jemand gesehen. Und wir haben das Buch bestellt und dann hieß es, 11. Juli kommt das Büchlein an. Ja, wir haben 4.000 Stück bestellt. Bitte? 13, haben wir 13er geplant. Okay. Also wir haben sehr israelisch geplant. Jedenfalls war das Büchlein, gestern hieß es dann, das Büchlein kommt nicht rechtzeitig an. Und wir so, oh, wir wollten es aber hier vorstellen, wir wollten es mit der Familie teilen. Und dann hat der Ewald gefühlt die ganze Druckereiagentur durchtelefoniert. Du hast wahrscheinlich jetzt zu jedem einen persönlichen Kontakt. Hilfreich für die Zukunft. Jedenfalls, heute Morgen sitze ich noch beim Frühstück mit dem Tobi und wir sagen, Mensch, das wäre doch so klasse, wenn das Büchlein rechtzeitig gekommen wäre. Leider hat es nicht geklappt. Dann gehen wir hoch zu unserer Sitzung, hat um 9 Uhr angefangen, machen wir die Tür auf, steht die Tanja da. Tada! Und hat die Büchle in der Hand und hat gesagt, der Hausmeister hat mir gerade 2 Pakete in die Hand gedrückt. Jetzt haben die es hierher geschickt und jetzt bekommt ihr alle so ein Büchle mit und wir möchten es euch noch kurz vorstellen. Genau, wir haben es jetzt mal hier mitgebracht, dass wir es euch zeigen können, aber ihr habt es auch in euren Wunderbeuteln drin, in den blauen. Und ihr könnt dann auch draußen, wenn ihr mehr haben wollt, noch welche mitnehmen, ist ja jetzt genügend da. Israel und Tour haben wir es genannt, Gottes Weg mit Israel und der Gemeinde. Und letztlich hat es ein Studienbüchlein, also auch nicht nur so, so die einfache Variante, paar Bilder und gut ist, ja, sondern man kann richtig damit studieren. Wir haben zunächst mal 7 Bilder gemacht, so die Stationen beleuchtet, jeweils eine ganz tolle Grafik vom Werner und einen kurzen, komprimierten Text. Und ich kann euch sagen, was wir an den Texten rumgeschraubt haben. Also ja, der Luca hat meistens angefangen, dann habe ich sie weitergemacht und dann war ich ganz happy mit meinem Text. Und dann schicke ich es Luca und Markus und Harald und dann kamen da plötzlich Rückmeldungen da noch und hier und da. Und ja, also das war richtig eine Geburt. Aber jedes Mal ging es in der Reife nochmal ein Stück weiter, das war richtig stark. Also 7 Stationen, Bilder, kurze Texte und dann haben wir hinten einen Anhang, zu jedem Bild nochmal etwas mehr geschrieben, worauf es ankommt, sodass man einfach noch ein Stück in die Tiefe gehen kann. Bibelstellen sind da, sogar Seiten, wo man dann sich Notizen machen kann und hinten sogar noch ein paar Literaturhinweise und ein paar Tipps noch. Also so kann man auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Ding arbeiten. Und jetzt fangen wir mal vorne an mit dem ersten. Genau, vielleicht mal die erste Seite rein, dann kriegt er gleich mal einen Geschmack. Mit wem geht die Geschichte Israel los? Nicht mit dem Kamel, sondern mit Abraham. Ich lese euch mal die erste Seite vor, einfach auch von dem, was da im Text von der Geschichte drinsteht, dass ihr mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ja? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Er dachte sich die ganze Schönheit der Natur aus und brachte zahllose Pflanzen und Tiere hervor. Als Höhepunkt schuf Gott den Menschen, Adam und Eva. Beide setzte er in den Garten Eden. Dort erlebten sie den Segen Gottes im Überfluss. Doch das Glück währte nicht lange. Die beiden Erdbewohner vergingen sich gegen Gott und mussten den Garten Eden verlassen. Seither gab es ständig Streit und Sünde unter den Menschen. Deshalb suchte Gott einen neuen Weg, um den Menschen seinen Segen zu bringen. Hier kommt Abraham ins Spiel. Abraham war ein Mensch wie du und ich. Gott hat Abraham auserwählt, der Vater eines großen Volkes zu werden. Dieses Volk sollte einst im Land Kanaan wohnen und ein Segensbringer für die ganze Menschheit, für alle Sippen, Sprachen und Nationen werden. Was für eine Aufgabe. Ja, und so geht's durch. Ich glaube, wir fassen uns jetzt ein bisschen kürzer, aber wir können mal kurz die Bilder noch anschauen. Genau, da sind wir dann an der nächsten Station. Ihr seht hier, der Abraham sitzt da jetzt drin im Wägelchen und dann kommen aber Isaak und Jakob mit dazu. Ja, Jakob unverkennbar natürlich als Linsenfan, das darf nicht untergehen. Und ihr seht auch, das Zyklein nimmt Fahrt auf, ja, also die Hand Gottes fängt an, das Israel-Zyklein jetzt zu ziehen. Israel haben wir dann noch auf Hebräisch draufgeschrieben, dass man also sieht, Wagen Nummer 1, Israel und Gott zieht das Zyklein. Dann geht's weiter zur nächsten Station. Da seht ihr Auszug aus Ägypten mit großem Tamtam und Gloria. Ja. Hinten Pyramiden, dann natürlich der große Gottesberg
Oben sitzt der Mose drauf, der siebenarmige Leuchter, die Gesetzestafeln. Hinten schon Pfarrhorn, ja, der Mann ist begeistert, der kommt raus aus dieser Enge dort, freies Israel. Und jeweils unten noch die Texte, wo man schön nachlesen kann. Also da geht es jetzt nochmal richtig ab. Dann noch eins dazu, genau. Dann kommen wir schon weiter. Also wir machen natürlich diese großen Sprünge. Das gerade war Auszug aus Ägypten und Mosebund. Hier geht es dann Golgatha, seht ihr oben, Kreuzestod Jesu. Und da haben wir lang gerungen, wie wir das denn darstellen können. Und wir haben einfach gesagt, das Blut Jesu, das stellen wir da in Form von solchen Tickets, rote Tickets natürlich. Und ja, vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was sagen, Luca, weil da haben wir lang rumgemacht. Auch an der, also die Seite, die hat uns strapaziert. Und sie hat uns deswegen strapaziert, weil es ja einfach auch theologisch nicht ganz leicht ist. Was passiert in dem Moment, wo Jesus kommt? Sind dann jetzt die Juden nicht mehr mit dabei in der Geschichte? Und wir haben dieses Bild, es sind einige der Zweige ausgebrochen worden, haben wir versucht, vorne ein bisschen darzustellen mit den drei Herrschaften, die aussteigen an dieser Stelle. Und dieser Wagen Ecclesia, was ja für die Gemeinde Jesu steht, der kommt hier mit dazu an dieser Stelle durch Jesus, durch diesen neuen Bund, der Israel verheißen ist, sind wir mit eingepropft in diese Geschichte. Und das ist letztendlich das zentrale Bild. Wir sind angehängt an diesen Zug Israel. Wir sind nicht anstelle des Zuges Israel gekommen, sondern angehängt an diesen Zug. Und wo wir eben lange diskutiert haben, wie stellen wir jetzt die ausgebrochenen Zweige dar, haben das auf diese Weise gemacht. Und dann beim nächsten Bild. Da bewegen wir uns dann schon nach Israel hinein, ja, re-established in 1948, wiederhergestellt 1948. Die Wiederherstellung Israels wird in dem, da geht es in diesem Bild drum. Und es geht uns auch darum zu sagen, die Gemeinde, die ist auch mit dem heutigen Israel verbunden. Ja? Also das auserwählte jüdische Volk aus der Bibel ist nicht nur irgendwas Alttestamentliches, was uns als Beispiel dient, sondern das heutige Israel, das ist das jüdische Volk, das nach wie vor auserwählt ist. Und wir hängen an diesem Wagen dran und wir bewegen uns auch mit Israel auf was zu. Und auf dem Bild darf das einfach auch durchkommen, wo wir als Gemeinde heute positioniert sind. Und dann kommen wir zum nächsten Bild und zum Tobi, da wird es nämlich wieder heikel. eigentlich war es überall heikel irgendwie. Genau, hier haben wir dann Jesu Wiederkunft. Ihr seht hinten das goldene Tor, das Zyklein seht ihr natürlich hier am Rand. Und wie die Welt verwandelt wird, das messianische Friedensreich aufgerichtet wird. Hier seht ihr ja den Löwen und das Lamm, die da fröhlich miteinander unterwegs sind. Also wo also dieser Friede eben auch sehr stark zum Ausdruck kommt. Und da sind wir aber noch nicht ganz am Ende. Es kommt noch eine letzte Station, ein letztes Bild, wo dann Jerusalem im Mittelpunkt steht. Ja, ihr wisst, Offenbarung 21 und 22, das neue Jerusalem, ganz groß entfaltet dort. Da sieht man hier, die goldene Stadt strahlt aus allen Knopflöchern. Und ihr seht, diese Vereinigung, der Israelzug ist angekommen, dieser Gemeindewagen ist mit, das große Freudenfest, wir sind miteinander am Ziel. Mose läuft da auch noch rum, alle haben diese roten Tickets. Also hier sind wir dann eben am Ende der Heilsgeschichte angelangt. Und man kann jetzt eine ganze Menge machen, wir haben es jetzt schnell gesagt, wir wollen auch nicht euch weiter quälen, man ist jetzt auch irgendwann mal müde. Man kann in den Bildern ganz arg viel entdecken, auch kleine Details, ja, also Spezialisten, die finden was sonst keiner sieht, während auch der Normalmensch, der nichts weiß, der entdeckt intuitiv halt mal die Szene, das ist gut. Dann gibt es eben diese kleineren Texte, diese größeren Texte und dann gibt es sicher auch Elemente, wo man drüber nachdenken kann. Ein Bild drückt ja nie alles aus, ja, und ein Bild ist auch immer ein bisschen deutungsbedürftig, wo man dann diskutieren kann, warum ist es so dargestellt, ist es so richtig, sehe ich es auch so oder so. Und genau das ist gewünscht, ja, dass Gespräche in Gang kommen, in Kleingruppen, in Großgruppen, in Megagruppen, wo auch immer. Ja. Man anfängt, über Dinge zu reden und ich glaube, mit diesem Büchlein kann man das ganz gut hinkriegen. Und wir vorne rechts.
und wir dann noch vorne rechts unten seht, uns sind diese Verse nicht dunkel geblieben, sondern ganz Israel wird gerettet werden. Und deswegen sind diese zwei Passagiere, die vorhin ausgestiegen sind, sie kommen wieder mit dazu. Ganz Israel wird gerettet werden und es vermischt sich da alles, das ganze Volk vermischt sich und marschiert jetzt hinein ins neue Jerusalem. Der Abschluss dieses Büchleins, dann kommt eben, wie gesagt, noch dieser inhaltliche Anhangstext und dann genau, kann man viel Freude haben mit diesem Büchlein. Gut, Dankeschön. Ja, ihr seht, was da für eine Dynamik entsteht, für eine Vielfalt, für eine Kreativität in alle möglichen Richtungen, in die theologischen Kernfragen hinein, aber auch in die generationsübergreifende Kreativität hinein. Talente, Charismen, alles Mögliche fängt an zu erblühen unter dieser Atmosphäre, unter dieser Inspiration, in der wir zunehmend unterwegs sind. Und das war die Message des Tages heute, ja. Und ihr seid ein Teil davon. Und gemeinsam können wir weitergehen in aller Vielfalt, in aller Freundschaft. Und der Herr hat noch eine Menge bereit für uns. Amen.